Wird nun aufgezeichnet. Liebe Kolleginnen und Kollegen, erstmal meine herzliche Entschuldigung für gestern. Das Sturmtief Kirsten hat mir ein bisschen einen Strich durch die Rechnung gemacht, durch meine Planung. Das war einfach auch zu eng geplant. Das tut mir furchtbar leid. Deswegen möchte ich das ganz gerne natürlich nachreichen. Ich habe auch zwischendurch reinhören können, wenn dann die Verbindung dann auch von unterwegs gehalten hat, aber das ist natürlich nicht das, die richtige Möglichkeit, und deswegen möchte ich Ihnen eben halt hier dieses Video mit der Präsentation, die ich für gestern vorbereitet hatte, dann präsentieren. Ich habe hier in diesem Slot ein bisschen den Schwerpunkt auf die Pflegeberatung für sorgende und pflegende Angehörige im Kontext persönliches Budget. Meine zwei Vorredner haben ja hier auch schon sowohl rechtlich als auch Umsetzungsmöglichkeiten gut dargestellt. Und ich versuche jetzt nochmal so ein bisschen den Blick zu wenden, beziehungsweise auf die Inhalte, die fachlichen Inhalte, aber vor allem natürlich auf die Umsetzungsmöglichkeiten für sorgende und pflegende Angehörige zu lenken. Wir von Gutbeachten haben hier ein Programm, das nennt sich EduCare. Das beschäftigt sich mit ganz vielen Versorgungsbegleitungen, also nicht nur das persönliche Budget, sondern auch unterschiedliche Überleitungen und entsprechende Fragestellungen. Wir versuchen hier drei Elemente immer zusammenzusehen, nämlich einmal das Element Bildung, also Education, das Element Pflegeberatung, da gibt es ja von Pflegeberatung 45 die Anleitung und Schulung, bis hin eben halt zur Pflegeberatung nach 7a gibt es das Erstellen der Hilfs- und Versorgungspläne. Und dann gibt es die Prozessbegleitung, die Versorgungsbegleitung, das Case Management, und das alles drei gehört zusammen, und das ist das, was unser EduCare-Programm auch ausmacht. Wir bilden pflegebedürftige Menschen und deren Sorgenden und Angehörigen mit unserem EduCare-Programm so aus, dass sie natürlich zum kompetenten Entscheider werden sollen. Sie sollen also vollumfänglich die Möglichkeiten erlernen, nicht nur die Informationen dazu erhalten, sondern auch wirklich dann dementsprechend das umsetzen können. Also wenn Sie sich für etwas entscheiden, und mit umsetzen meinen wir, dass Sie das organisieren, dass Sie auch die Vor- und Nachteile jeder einzelnen Versorgung kennen, aber auch Möglichkeiten, zum Beispiel eine Versorgung dann auch zu ändern oder mittelfristig oder langfristig auch zu planen, Stichwort Rückzugspflege, Stichwort Weaning, wenn solche Erkrankungsbilder da vorliegen, wo überhaupt sowas möglich ist, oder wenn es eben halt nicht möglich ist, dann zu schauen, was ist dort für die Familie wichtig, wie sieht dann zum Beispiel so eine Planung in 2, 3 oder 5 Jahren aus, dass das eben halt auch keine endgültige Versorgung unter Umständen sein muss. Ein ganz altes Sprichwort von Helmut Kohl, ne? Wer die Vergangenheit nicht kennt, der kann die Gegenwart nicht verstehen und der kann auch die Zukunft nicht gestalten. Das ist natürlich etwas, was wir als Fachkrankenpfleger für Intensivpflege auch immer wieder auf dem Herzen haben, die Biografiearbeit zu schauen, wo kommt er her, wie war das Familiengefüge, wie sind die bisherigen Erfahrungen auch, also die Vergangenheit zu kennen, weil wir wollen die jetzige Gegenwart verstehen, also was ist der Wunsch oder warum ist der Wunsch da, etwas zu verändern oder vielleicht auch etwas zu festigen, etwas, eine Versorgung dann auch nochmal zu rechtfertigen. Ja, also gerade wenn zum Beispiel beim persönlichen Budget nach einem Jahr neue Zielvereinbarungen gestellt werden müssen, um dann eben halt auch gemeinsam die Zukunft zu gestalten oder vor allem den Versicherten und seinen sorgenden und pflegenden Angehörigen die Möglichkeit zu geben, diese Zukunft nicht nur zu gestalten, sondern auch darzulegen und dann auch im Rahmen einer Zielvereinbarung dieses dann auch umsetzen zu dürfen und zu können.
Ja, einen wichtigen Impuls, glaube ich, gab es 2016. Das Bundesverfassungsgericht, ich weiß nicht, ob meine Vorredner da vielleicht auch schon was dazu gesagt haben, hat hier einen Menschen mit Behinderung bei einem Streit ums Budget Recht gegeben, indem es dieses ewig lange Verfahren nach der Antragstellung bezüglich der Diskussion oder der Verhandlung, Entschuldigung, nicht der Diskussion, aber der Verhandlung für die Kostenkalkulation und der Zielvereinbarung, das hat sich ewig in die Länge gezogen. Und so hat er dann Recht bekommen, dass das jetzt erstmal so umgesetzt werden muss, weil hier das Geld für die Selbst eingestellten Hilfs- und Pflegekräfte eben halt ja dann auch natürlich nicht mehr reicht und in dieser Situation eine vorläufige Erhöhung des Budgets einfach dringend geboten war und hier sozusagen nicht ausgesessen werden konnte. Ich denke, dass ich hier neben der rechtlichen Situation, die wir ja jetzt vorhin auch schon gehört haben, und auch der arbeitsrechtlichen Möglichkeiten mit Stichworten wie Arbeitszeitschutzgesetz und so weiter, dass ich jetzt versuche, mich ein bisschen zu konzentrieren auf die Antragstellung, auf die Zielvereinbarung und auf die Kostenkalkulation. Kostenkalkulation aber auch rudimentär, einfach erstmal nur von der Sichtweise der, ja, der Qualitätssicherung auf. Gut, da gehe ich jetzt drüber, weil ich glaube, das ist jetzt, wenn ich das richtig mitbekommen habe, auch schon mehrfach in den Vorträgen von mir dann thematisiert worden. Ne? Seit 01.01.2008 gilt eben halt der Rechtsanspruch. Es gibt das einfache persönliche Budget und das ist natürlich das, was uns am meisten beschäftigt, das trägerübergreifende persönliche Budget, also diese Komplexleistung zu finden in Paragraph 17 Absatz 4 SGB 9. Gut, die Komplexleistung durch den Kostenträger, da gilt es erstmal natürlich einen Beauftragten und einen Ansprechpartner zu finden. Das ist jetzt nur eine lose Aufstellung, die garantiert auch nicht vollständig ist, was da alles so in Frage kommt. Wichtig ist natürlich, die Anträge können bei jedem der in Frage kommenden Leistungsträgern schriftlich oder aber auch durch sonstige Willenserklärung gestellt werden, so heißt es dort. Diejenige Stelle, die einen Antrag erhält, ist die Beauftragte für das gesamte Verfahren und muss sich nun mit allen anderen Leistungsträgern in Verbindung setzen. Und dafür gibt es eben halt die gesetzliche Frist von 14 Tagen. Aber es ist eben halt eine Frist von 14 Tagen, bis der Antrag bearbeitet werden kann. Und ne, wie wir vorhin schon in dem Gerichtsurteil gesehen haben, wenn dann die Verhandlungs- und Organisationskonferenzen, die Ausarbeitung der Zielvereinbarung, die Kostenkalkulation und so weiter, dann erarbeitet werden müssen, ja, dann geht da eben halt sehr häufig und auch sehr oft unberechtigterweise geht da sehr viel Zeit ins Land. Die Antragssituation mit den Aussagen zur eventuellen notwendigen Unterstützung sollte im Antrag beschrieben werden. Unter trägerübergreifenden Aspekten gehören eben halt natürlich die notwendigen persönlichen Daten, beantragte Leistungen, die in das persönliche Budget erbracht werden sollen. Dabei muss es noch nicht mal die Zuordnung zu den verschiedenen Leistungsträgern sein, sondern die Leistung an sich muss erstmal beschrieben werden, nämlich zur Art der Leistung, zum Umfang und zur Form der Ausführung und ja, unterteilt nach den jeweiligen Leistungsbereichen. Mögliche beteiligte Leistungsträger, also konkret benannt. Ja, das gehört da hier weg. Konkret benannt mit Adresse und Ansprechpartnern, ja, helfen natürlich das Ganze kürzer zu machen, aber letztendlich ist es dann nachher auch Aufgabe des Budgetbeauftragten. Bereits vorliegende Leistungsbescheide sollten bei der Antragstellung in Kopie mitgegeben werden. Es soll natürlich die Ausübung des Wunsch- und des Wahlrechts dort ja, beschrieben werden und eingefordert werden, wie man sich das weitere Prozedere selber vorstellt und natürlich die Einverständniserklärung
Und das Widerspruchsrecht im Zusammenhang mit dem Sozialdatenschutz sollte dort in der Antragstellung auch schon gut positioniert werden. Zu den Fristen habe ich ja beim Impuls vorhin schon was gesagt. Das ist also wirklich wichtig, dass man dort immer am Ball bleibt und ja, hier einfach auch nochmal ein kleiner Ausblick oder eine kleine Hilfestellung mit diesem Gerichtsurteil von 2016, Bundesverfassungsgerichtsurteil, wo man dort hier einfach nochmal ja, darauf hinweisen kann, dass man dort unter Umständen erstmal auch so, wie man den ja, die Kostenkalkulation zum Beispiel einreicht, bei entsprechend langen Bearbeitungsverläufen hier sein Recht nochmal so ein bisschen Nachdruck verleiht. Genau. Also, der Beauftragte unterrichtet unverzüglich die an der Komplexleistung beteiligten Leistungsträger. Die müssen wiederum eine Stellungnahme abgeben und dann kommen wir im optimalen Fall, wenn es da vielleicht auch zu einer Plankonferenz kommt, kommt es hier zu der Ausarbeitung der Zielvereinbarung. Und darauf wollte ich mich am meisten stürzen. Die inhaltliche Mindestvoraussetzung von so einer Zielvereinbarung ist die Ausrichtung der individuellen Förder- und Leistungsziele. Dazu sage ich gleich auch noch was. Die Erforderlichkeit eines Nachweises für die Deckung des festgestellten individuellen Bedarfs. Und natürlich sollten in der Zielvereinbarung auch Aussagen über die Qualitätssicherung erfolgen. Beim persönlichen Budget geht es nicht darum, bestehende Sachleistungen in Geldleistung umzuwandeln. Und hier muss ich einfach auch mal bitten, die Brille eines Kostenträger oder mehrerer Leistungserbringer aufzusetzen und einfach auch nochmal zu sehen, dass wenn natürlich eine Familie kommt und sagt, nur das, was der Intensivpflegedienst da verdient, das als Sachleistung, das kann ich auch selber verwalten und ich möchte gerne das Geld haben, dann ist das nicht im Sinne der Zielvereinbarung und der Teil oder Ziele der Teilhabeleistungen, selbstbestimmt und eigenverantwortlich arbeiten zu können oder leben zu können. Entschuldigung, ja, arbeiten zu können und leben zu können. Ja, also das ist nicht ausreichend, einfach nur die Sachleistung in Geldleistung umzuwandeln. Da sollte man also auch immer wieder die Kernidee nochmal des persönlichen Budgets im Vordergrund halten und sagen, die Kernidee des persönlichen Budgets ist es, dem Menschen mit Behinderung anstelle einer Sachleistung einen bedarfsgerechten Geldbetrag zu geben. Aber das Ziel ist es eben halt, die Entscheidungs- und Gestaltungsspielräume auszuweiten und seine Chancen im Alltagsleben und in der sozialen Teilhabe zu erhöhen. Ja, also das ist das Ziel. Das kann ein mittelfristiges Ziel sein, das kann ein langfristiges Ziel sein, aber das muss wirklich als Ziel dann auch erkennbar sein. Bei der Entscheidung über den Antrag ist in der Praxis die Frage entscheidend, ob mit dem persönlichen Budget die Ziele der Teilhabe und der Rehabilitation besser zu erreichen sind als mit der Sachleistung. Also das muss irgendwie rausgekitzelt werden, das muss gut begründet werden. Das ist zum Beispiel der Fall, wenn beim Budgetnehmer vielfach spezifische Funktionsgewinne gegenüber einer alternativen Sachleistung erkennbar sind. Das heißt, er hat mehr Selbstverantwortung und er hat mehr Selbstständigkeit dadurch. Also das ist etwas, was wir natürlich auch sehr gut schon formulieren können. Der Budgetnehmer kann seinen Wunsch und sein Wahlrecht umfassend umsetzen, indem er zum Beispiel die Wahl zwischen verschiedenen Leistungen und verschiedenen Leistungsanbietern hat und somit also sich eine hohe Flexibilität mit viel Spielräumen bei der Leistungserbringung dann auch einkaufen kann. Also Stichwort auch, ist es für den Budgetnehmer vielleicht auch sinnvoll, Mischteams zu haben, also auch Assistenten einzusetzen, die eine Laienqualifikation haben, einen Fachassistentenkurs, dem selber beigebracht worden ist, zum Beispiel das endotracheale Absaugen und das vielleicht in Kombination mit examinierten Pflegefachkräften mit einer entsprechenden Basisqualifikation beatmen oder so. Also, dass man dort einfach auch dann mehr mischen kann und somit mehr Spielräume hat.
Genau, der Budgetnehmer, die Unterstützung der, ach so, dies ist der Fall, wenn der Budgetnehmer die Unterstützung der lebensweltbezogenen gestalten kann, indem zum Beispiel die sozialen Ressourcen und Netzwerke mit einbezogen werden. Das ist also etwas, was natürlich im SGB IX auch immer so schön formuliert ist, also Nachbarschaftshilfe, ne? Also Angehörige, die sittlich verpflichtet sind, die aber eben halt auch durch zum Beispiel ein persönliches Budget wiederum Entlastung erfahren können, damit sie dann auch ihre sittliche Verpflichtung ja, temporär dann natürlich auch ganz anders vielleicht einbringen können und wollen. Das persönliche Budget für den Budgetnehmer ist für ihn maßgeschneidert und er kann sich eben halt diese Unterstützung dann zusätzlich einkaufen, weil die Angebote im Sachleistungsbereich entweder zu wenig oder auch sogar, auch das gibt es, Überversorgungen durch Intensivpflege oder durch professionelle Intensivpflege zu viel Unterstützung bieten und eben halt nicht den eigenen Wünschen und Vorstellungen entsprechen. Also ein Beispiel, Intensivpflegedienste, die es nicht ermöglichen können, dass der, ja, der Versicherte zum Beispiel in Urlaub fahren möchte für 2 Wochen. Ja. Das ist etwas, was hier beispielhaft auch in so einer Antragstellung dann auch mit als Begründung reingegeben werden kann. Es gibt aber natürlich auch Kriterien, wo das persönliche Budget nicht geeignet ist. Zum Beispiel, wenn eine sehr dichte, hochgradig alltagsstrukturierende Form der Unterstützung mit hoher personeller Kontinuität nötig ist, für die die Flexibilisierungseffekte eigentlich eher zweitrangig sind. Wenn die Leistung Zielen dient, deren Erreichung das Wegfallen des persönlichen Budgets rechtfertigen würden, dann ist es eben halt Rehabilitation. Dann muss man dort einen anderen Weg gehen, wenn er sozusagen, ja, als Ziel formuliert, dass er in 2 Jahren dekanuliert ist und dann auch nicht mehr, wobei 2 Jahre noch ein guter Zeitraum ist, glaube ich, das würde man wahrscheinlich noch verhandelt bekommen und argumentiert bekommen. Aber das wäre eben unter Umständen eine Zielformulierung, die erstmal konträr ist. Das persönliche Budget, vor allem bei psychisch erkrankten Menschen, wenn es dort eine kontraindizierte Abhängigkeit verstärkt, also eine Verstrickung in ein ungesundes Familiensystem oder eben halt andere ungünstige Krankheitsverläufe, die dann eher verstärkt werden, weil die Belastung zu groß ist, weil die Herausforderung als Arbeitgeber zum Beispiel zu fungieren, dort einfach ja, letztendlich zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen führen könnte. Das persönliche Budget geht von einem Bedarf an Spielräumen aus und ist der Bedarf nicht gegeben, macht ein persönliches Budget eben halt keinen Sinn. Also ich muss den Bedarf da auch natürlich in den im Antrag und nachher in der Verhandlung dann auch immer wieder nach vorne holen, in den Mittelpunkt bringen. Ja, also bei aller rechtlichen Auseinandersetzungen und natürlich auch Forderungen, die ja auch da sind, muss man oder möchten wir wirklich schauen, dass immer wieder eher von der Bedarfssituation argumentiert wird und auch gestritten wird, als von dem rechtlichen ja, Voraussetzungen und dementsprechend dann auch das Ganze ja auf den Fall bezogen zu betrachten, also auf den individuellen Fall, weil die rechtlichen Voraussetzungen sind ja für alle gleich, aber die individuelle, ja, die individuelle Geschichte, die individuelle Versorgung muss hier natürlich in den Mittelpunkt gezogen werden. Die Arbeitsgruppe empfiehlt darüber hinaus, Arbeitsgruppe der Bundesarbeitsgemeinschaft der Rehabilitation empfiehlt darüber hinaus Regelungen zum Bedarf an Beratung und Unterstützung als grundsätzlichen Bestandteil einer Zielvereinbarung eben halt aufzunehmen. Und die Regelungen zu einzelnen Leistungsbereichen bleiben den jeweiligen Leistungsträgern unter Berücksichtigung des SGB IX und der vereinbarten gemeinsamen Empfehlung dann auch vorbehalten.
so einem Antrag, also so einem formlosen Antrag, wie man den stellen kann, oder eine Willensbekundung, wie es eben halt auch so schön heißt, sollte man eben halt ein paar Zugaben geben, die wir empfehlen. Nämlich erstmal ganz rudimentär die Verordnung über die Beatmungszeit, also stundenweise oder sogar eben halt 24 Stunden Vollbeatmung als Behandlungspflege. Dann natürlich aber auch die erste, das ist ja noch nicht in Stein gemeißelt, aber schon so auch die ersten Hinweise, ob ich als Budgetnehmer einen Budgetassistenten haben möchte, der also mich unterstützt in Personalfindung. Da gibt es ja so Firmen, Sebeco zum Beispiel. Oder ob ich das alles in Eigenarbeit machen will und auch schon mal so eine Perspektive für nach 6 Monaten zu geben. Ja? Also ich stelle mir vor, das Ganze jetzt erstmal 6 Monate so und so zu machen, möchte dann aber zum Beispiel nach 6 Monaten das und das erreicht haben, um die Zielvereinbarung vielleicht zum Beispiel nochmal neu zu erfassen. Also so, wenn solche Ideen schon da sind, dann können die und sollten die dem Antrag einfach schon zugegeben werden. Man sollte auch sich schon mal so ein bisschen Gedanken drüber machen, ohne natürlich jetzt erstmal die Katze aus dem Sack zu lassen, aber das hilft einfach schon beim Antrag, wenn man natürlich die Vorstellung, die man hat, die Erfahrung, die man dort gemacht hat, als man sich mit dem Thema auseinandergesetzt hat, vielleicht aber auch sogar schon eine komplett fertige Kalkulation. Also wir haben schon Fälle erlebt, die haben wirklich mit dem Antrag eine fix und fertige Kalkulation reingegeben, wo dann im Grunde genommen nur noch Feinheiten diskutiert worden sind. Und dadurch, dass dann aber die Ziele dort sehr gut positioniert worden sind, hat der Versicherte das wirklich innerhalb von 4 Wochen sofort dann auch durchbekommen. Und dementsprechend konnte er nach 4 Wochen auch direkt damit starten. Ja, also das muss man eben halt schauen, ob man sich da schon so detailliert viele Gedanken gemacht hat, dass man das in den Antrag oder zu dem Antrag mit dazu gibt. Das ist nicht Voraussetzung, weil ne, das ist ja auch etwas, was unter Umständen nach dem Antrag dann erst in der Beratungsleistung dann erfolgt. Aber wenn man da schon entsprechende Möglichkeiten hat, dann verkürzt das natürlich durch den gesamten Verlauf. Genau. Erste Ideen und Konzeptansätze sollten auch formuliert werden. Also gerade wenn man zum Beispiel die Vorstellung hat, dass man gar nicht nur mit examinierten Pflegefachkräften arbeitet, sondern mit angeleiteten Assistenzkräften, Laienkräften und so weiter. Genau. Und dann auch begründen, warum das so ist. Wenn gewünscht und wenn möglich, sollten Anträge personalisiert werden und in Anführungsstrichen, ich habe hier die Anführungsstriche vergessen, das ist wirklich wichtig. Es geht hier nicht darum, um auf die Tränendrüse zu drücken, aber zu emotionalisieren, insofern, dass man hier gerade die Flexibilität, also so Sachen wie Lebensqualität mit der Familie, Einbindung in die Familie, Urlaube, Arbeitsmöglichkeiten, dass man dieses hier schon formuliert. Ja, und es hilft wirklich Fotos, Filme, PowerPoint-Präsentationen, Berichte und sonstige Dokumentationen dem Antrag mit dazuzugeben. Das habe ich schon wirklich sehr positiv erlebt. Es ist natürlich auch erstmal etwas, wozu man natürlich keinen zwingen kann, das ist auch nicht gefordert. Und wer eher das Gefühl hat, er macht sich damit nackig, um Gottes Willen, dann bitte Finger davon. Ja, also das ist wirklich natürlich eine sehr, sehr individuelle, freiwillige Sache. Aber ich kann Ihnen sagen, die Familien, die wir begleiten durften, die haben in dem gesamten Verlauf hier wesentlich mehr erreichen können, weil sie hier dort einfach auch wirklich ihre Individualität dann zum Ausdruck bringen konnten. Nochmal zur Erinnerung, habe ich vorhin schon gesagt, die Kernidee des persönlichen Budgets ist es, den behinderten Menschen anstelle einer Sachleistung einen bedarfsgerechten Geldbetrag zu geben, mit dem Ziel,
der Ausweitung seiner Entscheidungs- und Gestaltungsspielräume. Und deswegen ist natürlich die Darstellung seines Alltagslebens und der sozialen Teilhabechancen hier über solche Zugaben des Antrages natürlich dann auch gewährleistet. Genau. Zu der Kostenkalkulation, wie gesagt, jetzt einfach nochmal aus der Sicht der Ziele, der Zielformulierungen, dass die Höhe des persönlichen Budgets soll natürlich die Kosten aller bisher individuell festgestellten, ohne das persönliche Budget zu erbringenden Leistungen eben halt nicht überschreiten. Das ist eine Vorgabe von § 17 Absatz 3 SGB IX. Aber das muss man nochmal deutlich sagen, das haben wir ganz oft auch schon erlebt, Äpfel und Birnen können nicht miteinander verglichen werden. Also es gibt Situationen zum Beispiel, wo jemand in einer Beamtens-WG lebt und sagt, ich möchte jetzt mit der Erfahrung, die ich da gemacht habe, Erfahrung der Vergangenheit, mit der jetzigen Gegenwart und mit dem, was ich in Zukunft aber jetzt haben möchte, nämlich zum Beispiel alleine zu leben in einer Wohnung, möchte ich natürlich hier das persönliche Budget dafür nutzen. Und dann kann ich natürlich nicht die Kosten, die ich jetzt habe in der Beatmungs-WG, vergleichen mit den Kosten, die ich in Zukunft habe, wenn ich alleine lebe. Also hier würde man dann natürlich Äpfel mit Birnen vergleichen. Da muss man natürlich die Kosten, die ich in Zukunft habe, vergleichen mit den Kosten, die ich hätte, wenn ich die gleiche Versorgungsform hätte, also individuell zu Hause, ohne dem persönlichen Budget. Und nicht die Kosten vergleichen mit der Beatmungs-WG zum Beispiel. Ja? Also das wird wirklich sehr, sehr häufig gemacht. Und diese Situation haben wir nun mal halt auch ganz oft, dass nach einer entsprechenden Zeit der Versicherte und seine Sorgen und pflegenden Angehörigen sagen, das war eine gute Zeit in der Beatmungs-WG, ich habe hier so viel gelernt, es sind bestimmte Ziele auch erreicht worden, und jetzt sind wir soweit, nach einem halben Jahr, nach einem Jahr, dass wir diese Versorgungsform jetzt verändern wollen, weil wir Ziel haben, individuelle Lebensgestaltung und Gestaltungsspielraum und Chancen der Teilhabe, der Sozialteilhabe, die wir hier einfach anders gestalten möchten. Zu der Kostenkalkulation kann man sagen, Personalkosten der festangestellten Mitarbeiter gehören da rein, die Personalkosten der Aushilfen, die Personalkosten der Freiberufler. Da diskutiert man auch manchmal drüber, ob Freiberufler hier konzeptionell da überhaupt gewünscht sind. Sachkosten für den Intensivpflegedienst, weil auch da in Führungsstrichen das ist möglich. Einige Kassen sind da ganz offen für. Andere lehnen das ab und sagen, nee, entweder persönliches Budget oder Intensivpflegedienst, Mischformen möchten wir nicht. Wir haben gute Erfahrungen. Wir empfehlen auch Mischformen, zum Beispiel im ersten halben Jahr oder im ersten Jahr, um dann nach und nach das dann vielleicht dann auch rauszuschleichen. Aber genau, das sind eben halt dementsprechend dann auch Sachkosten, die dort mit einkalkuliert werden können und ausgehandelt werden können. Kosten für den Steuerberater, wenn Budgetassistenz notwendig ist, auch temporär, also für das erste halbe Jahr oder für das erste Jahr, dann gehören diese Kosten natürlich mit dazu. Da gibt es eben halt entsprechende Vereine und entsprechende Firmen, die dort beteiligt unterstützen. Umkosten für den Wohnraum, wenn also die Assistenzkräfte zum Beispiel auch Sanitär und Küche mitnutzen und so weiter. Und eine Schwankungsreserve, auch ein großer Streitpunkt mit der Schwankungsreserve. Wir haben da alles erlebt von 2 Euro pro Stunde bis hin zu 3% der Budgetsumme. Das ist so das, was wo wir die beste Erfahrung mitgemacht haben. Aber das ist auch wirklich ganz, ganz unterschiedlich. Also wir haben da mal versucht, so eine Einheitlichkeit rauszuhören, was wir als Empfehlung nehmen können. Aber auch hier kommt es wirklich auf die Ziele drauf an und es kommt eben halt wirklich drauf an, welche Möglichkeiten man sich damit einkaufen möchte.
Ist das persönliche Budget im Intensivpflegebereich ein Sprung ins kalte Wasser, vor allem jetzt durch das IPREC, eine Chance oder eben halt auch eine Gefahr? Ist es eine Chance oder für wen ist es ein? Und die Frage ist natürlich, für wen ist ein Sprung ins kalte Wasser? Für die Versicherten, für die Familie, für die Intensivpflegedienste, wenn sie so in Mischformen zum Beispiel drin sind, auch eine ganz große Diskussion. Wer übernimmt die Verantwortung, wenn ich nur als Intensivpflegedienst hier die nächtliche Betreuung mache und tagsüber sind da irgendwelche angeleiteten Assistenzkräfte, die ich noch nicht mal kenne zum Beispiel. Für den Arbeitnehmer, wenn er für jemanden arbeitet, der Arbeitgeber ist im Rahmen des persönlichen Budgets. Und das darf man nicht vergessen, auch für den Kostenträger. Ja, also auch wenn der Kostenträger natürlich ein harter Sparringspartner ist und man hier auch wirklich manchmal mit harten Bandagen kämpft, dann muss man trotzdem sagen, ist es auch für den Kostenträger oder fühlt es sich manchmal für ihn an wie so ein Sprung ins kalte Wasser. Ja, weil dort einfach das so individuell ist und so viele Eventualitäten dort versucht werden, in so einer gegenseitig da Einbauung reinzubasteln, dass man unter Umständen sich dann auch im Weg steht. Ja, also wo liegen die Handlungsbedarfe, wenn ich jetzt nochmal ganz kurz so ein bisschen den Blick auf die Entscheider, auf die Kostenträger werfen darf, dann ist natürlich dort auch immer sehr oft die Angst vor Fehlanreizen für den Leistungserbringer, für den Arbeitgeber, dass sich vermeidbare Notfallereignisse vielleicht sogar häufen in Ihrer Vorstellung. Sie müssen sich einfach vorstellen, so jemand, der von Kostenträgerseite her sich damit auseinandersetzt, der ist nicht unbedingt eben halt Intensivfachpfleger oder selber Betroffener oder hat die Erfahrung als sorgende und pflegende Angehörige. Also ich muss ihm das wirklich alles erklären. Und das sind dann auch unter Umständen Ängste, die so ein Kostenträger dort erstmal formuliert. Unterschiedliches Qualitätsverständnis bei Stakeholdern, bedarfsgerechte Versorgung ist vielleicht auch etwas, was nicht sichergestellt wird, weil so ein persönliches Budget einfach auch nochmal gut herausgearbeitet werden muss und begründet werden muss. Und die Identifizierung des richtigen Zeitpunktes für weiterführende Maßnahmen. Die favorisierte Versorgungsform darf aber eben halt kein Zufall sein, noch darf sie endgültig sein. Und das ist das, was beim persönlichen Budget, finde ich, eigentlich noch, auch wenn es mühselig ist, wenn man natürlich die Vorstellung hat, jedes Jahr muss ich mich wieder neu mit dem Kostenträger an einen Tisch setzen, wieder verhandeln, wieder argumentieren, diskutieren. Und trotzdem finde ich gerade beim persönlichen Budget, trägerübergreifenden persönlichen Budget, finde ich es wichtig, dass es eben halt die Empfehlungen sagen, jedes Jahr immer wieder die Zielvereinbarung nochmal evaluiert wird, nochmal nachgeschaut wird, was hat gut geklappt, was hat nicht gut geklappt, kam ich mit dem Budget gut. Gibt es zu wenig Geld, wo ich bestimmte Sachen nicht machen konnte, weil ich das Budget dann doch zu sehr ausgereizt hatte und diese negative Erfahrung, weil ich ja zum Beispiel Chancen der Teilhabe nicht in diesem einem Jahr so umsetzen konnte aufgrund des zu geringeren Budgets, das nehme ich dann als Argumentation in die neue Verhandlung mit rein. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bedanke mich und hoffe, dass ich ein paar Impulse geben konnte und ja, hier einfach auch Mut machen konnte, die individuelle Versorgung des Versicherten, des Menschen mit Behinderung, der auf eine Unterstützung angewiesen ist, auf eine rund um die Uhr Unterstützung, der aber auch hier Unterstützung angewiesen ist, lernen soll, wie man seine Teilhabe und seine Chance am sozialen Leben formuliert und auch einfordert und hier auch ja, sich nicht immer nur auf die auf sein Recht zurückzieht, sondern hier wirklich neben den rechtlichen Anforderungen und Herausforderungen die Möglichkeit schafft, sich als Individuum
dann auch Gehör zu verschaffen. Genau. Also, danke für Ihre Aufmerksamkeit und wenn Sie hier gerne weiter mit mir in den Dialog treten wollen, dann ja, können Sie das gerne per E-Mail machen oder in den entsprechenden Mic Online. Beantworte ich gerne Fragen oder ja, gehe gerne mit Ihnen in den Dialog, weil sehr oft sind es ja nicht einfach nur Fragen, sondern dann auch einfach Meinungsaustausch. In diesem Sinne, danke Ihnen.